Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play von Factorio und schönes Wochenende an alle. Ja, ein wunderschöner Freitagabend, um hier bei Factorio weiterzumachen. Und ich hatte ja, glaube ich, gestern oder vorgestern im Stream schon mal gesagt, wir haben ein wenig Problem mit unserer Festplattenkapazität. Ich habe mir schon mal, also jetzt endlich mal so einen NAS-Speicher quasi erstellt oder beziehungsweise zusammengestellt. Und der sollte vielleicht mit ein bisschen Glück morgen ankommen oder halt nächste Woche Montag. Allerdings habe ich mal nachgeschaut, ich habe ein paar alte Daten gelöscht, die ich nicht mehr brauche von der Aufnahmeplatte. Und ja, jetzt haben wir wieder 700 GB frei. Also wir können heute durchziehen, wir können morgen durchziehen. Alles gut, ich hatte schon so meine Bedenken. Ja, und moin, Assassin's Association, VTL 01, Magic Cube und der Holzius Radus. Oder Ratius ist auch schon am Start. Ja, herzlich willkommen. Und bevor wir hier weiter rumquatschen, legen wir mal direkt los. Ich habe unsere To-Do-Liste mal ein bisschen überarbeitet. Ja, gucken wir mal kurz rein. Da steht ein bisschen was drin. Wir werden uns gleich auf jeden Fall mal eine fette Rüstung zusammenbauen. Und ich habe den Vorschlag von Lalle HD mit den verschiedenen Rüstungssets mal ein bisschen weiter nach unten gestellt, weil ich später, weil ich später eine automatische Modulproduktion bauen möchte. Und danach machen wir dann diese anderen Rüstungssets. Macht, glaube ich, Sinn. Genau, was wir beim letzten Mal festgestellt haben, ist die Tatsache, dass wir nicht genügend rote Schaltkreise herstellen, um unsere ganzen Produktion, Verarbeitung und Co. zu versorgen. Da werden wir dann nach dieser Rüstung ein bisschen ansetzen. Dann ist ein kleines Problemchen aufgetreten, denn dieses Kohlevorkommen hier, das geht langsam zur Neige. Ich habe das mal so die letzte Stunde so ein bisschen beobachtet. Also es geht relativ schnell runter, da wir relativ viel Kunststoff produzieren. Da müssen wir halt ein bisschen gucken. Das Kupfererz hier ist auch bald weg. Naja, 256k, da kriegen wir noch ein bisschen was raus. Apropos Kupfer. Ich habe das Lager ein bisschen abgeschwächt. Ich habe hier die Kistenreihe links abgebaut und habe hier den Output noch ein bisschen optimiert, sodass wir hier auf beiden Lanes arbeiten von den Förderbändern. Und damit sollte vielleicht ein bisschen mehr gehen. Genau, dann steht auf dem Plan Betonfabrik, Kernreaktor ist immer so ein Nebenbei-Ding. Also das machen wir halt immer, wenn wir Bedarf haben. Ja, und dann geht es irgendwann an die Uranzellenaufbereitung, Kovarex-Anreicherung. Und ja, ich denke mal, bis wir dabei oder da hingekommen sind, wird sich diese To-Do-Liste vielleicht noch ein bisschen erweitern um diverse Punkte. Wie gesagt, das sind auch Vorschläge von euch gerne gesehen, wenn ihr gute Ideen habt. Und dann schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, heute jetzt erstmal die schwere Rüstung, die werden wir auch ein bisschen pimpen. Und fangen wir gleich mal an, denn hier sind zufälligerweise 5 von diesen Teilen und hier sind 5 von den Teilen. Im Prinzip könnten wir da fast loslegen. Wir brauchen dafür nur noch die Prozessoreinheiten. Das könnte vielleicht noch ein kleines Problem werden, aber wir haben auf jeden Fall schon mal die fetten Module. Das sind 40 Stück, die wir brauchen. Wenn wir Glück haben, sind die da. Wir können uns auch hier auf dem Weg nochmal eben so ein paar wegsnacken, so nebenbei. Und genau, ja, diese Prozessorproduktion ist ja momentan so ein bisschen out of order aufgrund der Tatsache, dass wir nicht genügend von diesen roten Schaltkreisen produzieren. Aber wir gucken mal, ob hier oben nicht vielleicht ein bisschen was liegt. Okay, so viel dazu. Naja. Also ich will auf jeden Fall jetzt mal diese fette Rüstung haben. Ja, 21 haben wir. Das sollte machbar sein. Also ich denke mal, hier wird nach und nach ein bisschen was ankommen. Denn diese fette Rüstung bietet gegenüber dem Kampfanzug wesentlich, also sagen wir mal, viel mehr Platz. Und wir werden da auf jeden Fall das ein oder andere Exoskelett einbauen. Natürlich eine einigermaßen vernünftige Energieversorgung und Co. Und dann sollte das laufen. So, ich mache nochmal eben die Musik ein Ticken leiser. So. Ist immer schwierig, den Regler zu finden hier. Ja, wie gesagt, Stream beginnt mit Rumstehen. Das ist eigentlich mal ganz angenehm so nebenbei. Aber es gibt auf jeden Fall noch genügend zu tun heute, haben wir ja gerade gesehen. Und was wir auch nochmal machen könnten, wäre zum Beispiel die Forschung gleich mal anschmeißen. Das werden wir auch tun. Wie viel haben wir jetzt? Oh, nice. Gut, während das Ding gebaut wird, das dauert hier ein bisschen, können wir mal gucken, was wir so als nächstes brauchen. Wir könnten rein theoretisch das Ding schon mal erforschen, bringt uns aber zum derzeitigen Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nichts, weil wir da überhaupt noch gar nicht drin investiert haben in gewisser Weise. Transportmenge, Arbeitsrobotergeschwindigkeit, das ist so eine Geschichte, da würde ich auf jeden Fall mal mit einsteigen heute und dann machen wir das auch so. So, ja, dann warten wir kurz auf die Rüstung und dann schauen wir mal, was wir da noch so Feines raus oder reinbekommen, besser gesagt. So.
Und da haben wir sie. Sehr cool. Genau. Mal merken, wir haben jetzt hier genau eine Größe von 7 mal 7. Und hier haben wir 10 mal 10. Das ist schon geil. Packen wir gleich mal da rein. Ja, alles fällt erstmal aus, ist klar. Den Kleinkram hier, den holen wir dann mal schnell raus. Und ups, schmeißen den ganzen Klagaradatsch hier wieder rein. Generator und Co. Exoskelette machen wir gleich noch ein paar mehr. Energieschild will ich auf jeden Fall behalten. Genau, lädt sich gleich wieder auf. Den Roboterhanger packen wir mit rein. Und, ach ja, Nachtsichtgerät, genau. Jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 Plätze frei auf jeden Fall, um noch Exoskelette einzubauen. Wir können das auch noch ein bisschen umschieben, dann kriegen wir noch mehr rein. Aber 4 können wir auf jeden Fall mal bauen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass diese Gerätschaften stacken. Jetzt brauchen wir... Oh. Machen wir später. Wir brauchen erstmal diese roten Schaltkreise. Ja, ich lasse mal trotzdem hier... Oder wir können das mal immer umswitchen, ist ja egal. Ja. Dann machen wir mit der Rüstung später weiter, weil... Ohne diese roten Schaltkreise, wie wir hier sehen, haben wir da auf jeden Fall ein Problem. Die stacken. Ja, okay, alles klar. Sehr schön. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ich war mir nur nicht hundertprozentig sicher. Aber okay, umso besser. Und dann brauchen wir echt 2 Reaktoren. Warte mal, was verbrauchen die Dinge? Der hier macht 750. Nee, brauchen wir nicht. Also für die ganze Menge brauchen wir einen zweiten, ja. Aber für das zweite erstmal brauchen wir dann keinen. Wobei, der macht auch recht viel, ne? Aber ich glaube, nur unter Volllast. Hä? Okay. Weil der Hangar funktioniert ja auch. Und der hat 2 Megawatt. Und hier ist 750 kW. Ja. Wir gucken uns das nachher mal an. Mal gucken. Erstmal geht es auf jeden Fall darum, dass wir hier eine zweite Produktion hinstellen. Für die Schaltkreise. Ich verlängere mal ganz kurz hier die Ecke nach unten. Ah. Genau, dann müsste der noch dahin und da an der Ecke müssen wir dann wieder ansetzen. Genau. Was ist hier noch? Achso. Hm. Ja, das können wir da erstmal reinschmeißen, glaube ich. Und jetzt ist die Frage, was war das nochmal? Hier. Genau. Den Kollegen brauchen wir. Wir brauchen dann nochmal so ein paar Roboter-Hangar-Geschichten. Und das müsste passen, ne? Ja. Stimmt, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist diese Betongeschichte. Ja, wie gesagt, wir gucken nachher mal, wie sich das mit der Leistung aufteilt. Ich fange auf jeden Fall schon mal an, aber die werden nicht alles packen hier, ne? Nee. Wo brauchen wir denn gerade keinen? Ich meine, ich könnte auch noch einen bauen. Der wird gerade benutzt. Den hier... Brauchen wir in der Form hier eigentlich nicht? Ey, da ist noch Beton drin. Ja, dann nehmen wir den mal erstmal mit. Bei den müssten wir, um weiterzubauen bei dem Stahlgedöns, müssten wir den sowieso hier nach rechts verlegen. Ja, und dementsprechend packen wir das Ding mal eben ein. Ist irgendwas drin? Ja, 16 Roboter. Sehr schön. Was ist... Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Beton. Das ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall... Auch relativ zeitnah eine Betonfabrik. Und ja, wir sehen schon, wir haben wieder Nachschwoll zu tun. Weber, ja, das ist Factorio. Und deswegen bockt das auch so. So, Roboter. Okay. Ja, klaut mir halt einfach die Sachen aus dem Inventar. Von der Kernkraftanlage im Bauplan erstellen. Ja klar, kann man das. Aber warum sollte ich ihn dann wieder aufbauen lassen? Von den Robotern. Ja, das sind erstmal so stehen, glaube ich. Ich denke, da ist es eigentlich kein Problem. So, ich möchte hier eine logistische Verbindung haben zwischen diesen beiden Kollegen. Passt nicht, ne? Wegen Förderband. Verdammt, dann packen wir das erstmal dahin. Ist nicht die schönste Lösung, aber sollte... Ja, ist ja gut. Sollte erstmal funktionieren. Wieso mir alles hier aus den Fingern saugen? Ist ja der Wahnsinn. Strom wäre nicht schlecht, ne? Was wollen die noch haben? Achso, die Tunnel und Fließbänder, ich verstehe. Ganz schön frech. Na, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen ordentlichen Haufen von den Dingern hier. Die können wir da auch schon mal reinschmeißen. Hä?
Licht müssen wir noch bauen. Geschütztürme, haben wir die nicht dabei? Nee, anscheinend gerade nicht, aber die müssen unten in irgendeiner Kiste rumhängen. Da gucken wir gleich nochmal nach. Genau, ungefähr da, wo wir die Rüstung gebaut haben, waren die Dinger. Und dann werden wir uns gleich schon mal um den Anschluss der neuen Schaltkreisfabrik kümmern. Ah, da sind sie. Ja. Ach so, ich habe eine kleine Mod mit hinzugefügt. Damit wir dieses Seeproblem ein wenig in den Griff bekommen. Da kommen wir aber nochmal später dazu. Ist aber nur temporär installiert, diese Modifikation, sage ich jetzt mal. Denn wir müssen das Ding vielleicht ein bisschen verlegen. Mal gucken. So, aber jetzt ist erstmal Hauptaugenmerk auf die Schaltkreisproduktion. Wie gesagt, diese Betongeschichten, die sind ja nicht unbedingt erforderlich, sage ich jetzt mal. Ja. So, was fehlt hier noch? Ach ja, genau, das Licht hatten wir dabei, glaube ich, ne? Inzwischen, yep, da ist es. Da brauchen wir was von. Oh, stopp mal. So. So, was haben wir noch? Die Stapelgreifarme regeln sich gerade. Das kriegen wir aber noch da rein. Packen wir das dazu. Ja, wie gesagt, Beton, das machen wir dann gleich. Oder später, je nachdem, wie weit wir kommen. So, wir wollten den Anschluss zusammenbauen, ne? Jetzt müssen wir nur mal schauen. Wir werden die weitere Schaltkreisversorgung von hier regeln. Also wir müssten dann hier dicht dran quasi eine Lane längs ziehen und dann hier längs bauen. Genau, dann brauchen wir noch Kupfer und Kunststoff. Ja. Wobei die Sache ist die, wir haben, also die kommen hier wunderbar mit dem Material klar, was sie bekommen. Und die laufen hier im Prinzip gerade auch auf Volllast, die Kisten. Also ich würde vielleicht mal sagen, dass wir hier zumindest diese beiden Geschichten einfach verlängern. Und dann mal gucken, wie das gleich ausschaut. So, wir brauchen noch Montageanlagen. Ja, aber ich glaube, das machen wir. Dann müssen wir hier nur eine kleine Umbaumaßnahme vornehmen. Wobei... Ja, wir müssen einfach den... Ja, machen wir. Wir müssen den hier nur nach außen führen und den hier können wir dann wieder quasi entfernen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir machen das so. Das kommt weg. Bis da im Prinzip. Und der Kollege schließt sich dann hiermit an. Eben haben sie mir das Zeug nur aus dem Inventar gesaugt, ne? Merkwürdig. Naja, okay. So, und dann könnten wir hier die Mauer mal eben wegnehmen und werden... Ach, jetzt habe ich die Tunnel weggeschmissen. Genau, dann machen wir das da so. Zack. Wie gesagt, ich denke, das könnte funktionieren. Ah, halt. Wir müssen da unten ran. Jetzt haben die auch keine Förderbänder mehr, ne? Keine Ahnung, die haben das Zeug... Oder wahrscheinlich machen die das nur, wenn keine Lagerkiste in der Nähe ist, dass sie den ganzen Kram aus dem Inventar saugen. Und Moin Masaki, willkommen. Genau, haben wir da Input Nummer 1. Den Output müssen wir allerdings woanders längs legen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, wobei... Nee, müssen wir gar nicht. Den können wir auch hier anschließen. Ja, pass auf, dann machen wir das auch. Also hier ist ja noch genug Platz hier und die arbeiten, wie gesagt, auf Volllast gerade. Ja. Yep, machen wir. Aber mehr als 2 machen wir auf jeden Fall nicht. Ups. Oh, Gut, dann fehlt im Prinzip nur noch Kupfer. Auch das können wir
von hier eigentlich nehmen? Weil auch da ist genügend von da. Gut, wenn das hier mal so ein bisschen aufgelockert ist, das ist ja nicht das Problem. Ja, warten wir mal gucken, wie hart das nachher durchgreift. Falls es nicht funktioniert, müssen wir dann doch wieder umbauen. Mal sehen. Kupfer. Ne, komm. Kupfer machen wir einen extra Strang, sonst habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Und zwar beginnen wir hier. Ah, sehr schön. Oh, da müssen wir wieder die Kohle tunneln. Macht aber nichts, weil wie gesagt, das Kohlevorkommen, das ist ja bald leer und dann haben wir das Problem nicht mehr. So, ja, Forschung ist durch. Ja, machen wir gleich weiter. Ich meine, das eilt ja nicht. Gut, dann brauchen wir den Kram nur noch hier anstöpseln und dann haben wir das soweit. Aber hier fehlen noch ein paar Montageanlagen mehr. Ja, gut, der hat mich wieder verarscht, wie immer. Aber das ist ja normal. Was brauchen wir dafür? Wahrscheinlich Eisen. Genau, Eisen brauchen wir. Haben wir da oben zufälligerweise liegen. Gut, dann bauen wir den Rest nochmal schnell. Wir sollten uns noch einen Schwung davon mitnehmen. Oh, ein paar Zahnräder haben wir noch, okay. Ja, mal gucken. Wie viel braucht der? 21, noch ein paar Greifarme braucht der Kollege. Die müssen wir danach dann auf jeden Fall auch nochmal herstellen, weil haben wir gerade nicht da. Aber wie gesagt, Beton ist erstmal, ne? Hinfällig. Aber da kommen auf jeden Fall schon mal die ersten raus. So, und hier sehen wir gerade eine Sache, die nicht passieren sollte. Ja, genau, weil hier nur der eine Bus bearbeitet wird. Warte. Ich habe keine Teiler. Shit. Besser. Dasselbe machen wir hier oben auch mal. Ja, das sieht schon viel besser aus. Okay. Gut, dann ist das ganze Gedöns hier erstmal voll. Dann schmeißen wir noch die Montageanlagen da rein. 15 ist, glaube ich, zu wenig. Wir brauchen 21. Also noch 20. Vielleicht sollten wir Montageanlagen auch irgendwann mal herstellen oder so. Genau, dann fehlen noch die Greifarme. Die brauchen Dinge. Ja, hauptsächlich natürlich Eisen, ist ja klar. So, was können wir denn mal als nächstes forschen? Wir haben hier immer noch eigentlich genug zu tun, ne? Ja, komm, dann machen wir das schon mal. Dann haben wir's, ne? Warum auch nicht? Zack. Ja, ansonsten können wir uns mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Uran ist auf jeden Fall noch genug da. Da werden wir uns vielleicht auch heute noch um die Verarbeitung so ein bisschen gucken, dass wir das 238er umbauen, aber das machen wir dann nachher später. Atombombe, ja, genau. Das ist so eine Sache, die brauchen wir gerade gar nicht. Aber machen wir auf jeden Fall noch, keine Panik. Ja, 166k, 246. Es sind schon 10k runter, seitdem wir streamen. Also eine halbe Stunde ungefähr für 10k. Dementsprechend, ne? Sind wir das Zeug auf jeden Fall bald los. So.
Dann können wir hier noch ein paar Klamotten mit reinschmeißen. Das brauchen wir, das brauchen wir. Immer noch... Hä, hat er mich schon wieder verarscht? Immer noch zwei Montageanlagen. Ja, das ist halt immer so, wenn die Dinger in Reichweite sind, dann checken die das erst. Aber egal, passt schon. Eisen. Einmal und... Nochmal. Übrigens, wenn wir nachher oder später oder morgen oder nächstes Wochenende diese Modulfabriken bauen, ne, dann geht das wieder richtig rund mit dem Rohstoffverbrauch. Aber die fressen richtig viel. Ja, wie wir sehen, füllt sich hier immer noch nichts auf. Also das Ding hier, das muss schon arbeiten. Komplett. Ist krass, ey, was da durchgeht. Wahnsinn. So, dann kommt die letzte noch, die gerade nicht angezeigt wird. Aber wir brauchen noch mehr von den Stapelgreiferarmen, ne? Genau deswegen läuft es wahrscheinlich hier auch gerade nicht. Ja. Nummer 6 und Nummer 7. Ja, okay. Der ist erstmal beschäftigt. Ja, aber wir sehen schon, es kommt wenigstens mal ein bisschen mehr zusammen. Das ist schon mal viel wert. Die Frage ist halt, wo sich das Ganze gerade staut, wenn überhaupt. Also hier füllt sich auf jeden Fall noch nichts auf. Ja, und der hält sich, glaube ich, in Waage. Ja, der Verbrauch ist halt schon krass, ne? Aber vielleicht pendelt sich das Ganze mit der Anlage hier noch ein bisschen ein. Mal schauen. Genau, von diesen ganzen Betonbedarfsgeschichten, da lassen wir uns nicht von ablenken. Aber ich glaube, den restlichen zur Funktion haben wir jetzt... Nee, haben wir nicht. Guck mal, die verarschen mich schon wieder. Brauchen die überhaupt noch Stapelgreifarme? Ne, doch hier. Ah, okay, alles klar. Ja, also wir sehen schon, da sind schon einige oder sind noch einige Anlagen überhaupt nicht in Betrieb. Aber das regeln wir dann gleich. Ich klaube nochmal schnell ein paar rote Schaltkreise, so für den Handvorrat. In grün genauso. Macht wieder alles kaputt von der roten Produktion hier. Egal. Ja, ansonsten sollte generell natürlich dann auch der Kupfer- und Eisenverbrauch steigen, weil natürlich die anderen Anlagen hier dann auch ein wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber momentan kommen die auf jeden Fall noch gut klar. Die sind gerade mal, kann man ganz gut sehen, zu einem Viertel ausgelastet, könnte man hier sagen. Ja. Ist ein ganz cooler Verbrauchsindikator, das Ding hier. Wir könnten es natürlich auch hier mit reinnehmen, aber machen wir später. Wobei die Anzeige hier bei Verbrauch ja nur maximal das anzeigen kann, was auch produziert wird. Ne, das ist dann halt immer so ein bisschen tricky. Aber okay. Kriegen wir hin. Schmeißen wir da noch welche rein. Und dann gucken wir gleich nochmal, was überhaupt fehlt. Nicht, dass er mich hier wieder über den Tisch zieht. Ich meine, die Greifarme brauchen wir später so oder so. Das macht also überhaupt nichts. Guck mal. Ja, ich glaube, aber die haben wir jetzt durch. Egal, wir bauen den restlichen Kram trotzdem nochmal eben fertig. Sodass der Laden hier auf jeden Fall läuft. Also doch. Habe ich mich doch nicht verzählt, ich wusste es doch. Da ist noch einer. Und irgendwo ist wahrscheinlich noch einer. Schauen wir mal. So, genau, dann kommen nur noch die roten hinterher. Sehr schön. Und dann sollten wir das eigentlich gleich haben. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ist echt heftig, was hier in den Schaltkreisen durchgeht. Und das wird richtig schlimm, wenn wir diese Modulfabrik bauen später. So, von der Funktionalität müsste jetzt eigentlich alles funktionieren. Die sind da. Die Reihe ist auch voll.
Cool, diese hier sind auch soweit fertig. Yep, sollte funktionieren, okay. Hier haben wir einen Überschuss. Tatsächlich, also das scheint schon mal zu fruchten. Hier fängt er jetzt auch an. Das ist nicht viel. Also wir werden da relativ zeitnah auf jeden Fall noch eine Fabrik bauen, die das hier tut. Und ich glaube, dann kommen wir irgendwann in den Bereich rein, dass wir auch hier diese Fabrikgeschichten erweitern müssen. Gut, wir haben ganz viele Dreiecke hier rumhängen, aufgrund von fehlendem Beton, aber das ist erstmal nicht wichtig, sagen wir das mal so. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, genau. Okay. Ich vermute jetzt mal, dass es reicht. Genau, hier wird auch wieder angestaut. Sehr gut. Bedeutet, wir können diesen Punkt mit den Schaltkreisen erstmal streichen von der Liste. Und das schieben wir mal nach oben. Ups, ich will mal Escape drücken, aber ich muss auf Minimieren drücken. Naja. Ja, ich denke mal, wenn der sich hier aufgefüllt hat, dass sich hier staut, dann haben wir das Problem auf jeden Fall behoben. Also sollte es dementsprechend sehr gut funktionieren. Ja, cool. Nice. Nächste Frage ist dann natürlich, ob wir genügend Prozessoren produzieren. Momentan sieht es ja noch nicht so aus. Ja, Schwefelsäure ist auf jeden Fall genug da. Aber die kommen jetzt gerade erst wieder in die Produktion rein hier, ne, die Kollegen. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein bisschen wenig sein, was hier kommt. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht nochmal erweitern. Ich schreibe mir das mal eben mit dazu. Genau, speichern, mir zuweisen. Lassen wir es mit unten stehen, ist egal. Genau. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir schnappen uns dieses Kohlevorkommen hier. Dazu brauchen wir einen neuen Bahnhof, ganz viele Erzförderer, ganz viele Schienen und und. Ich denke mal, dass uns das erstmal ein wenig beschäftigen wird. Und ich habe dabei festgestellt, wo ich mir das angeguckt habe hier, dass wir ziemlich dumm waren, weil normalerweise, gut, waren wir schon öfter, müsste der Kohlebahnhof ja ganz links sein. Hier ist aber nicht mehr genug Platz. Das bedeutet, dass dieser Kohlezug einen wahnsinnigen Umweg fahren wird von hier rüber und dann hier unten irgendwo ran, in der Hoffnung, dass wir hier noch eine einigermaßen vernünftige Kurve hinbekommen. Eventuell müssen wir diese Schiene hier nochmal ein bisschen nach oben verschieben, also hier auf die Höhe quasi, dass wir hier so einen Knick machen, nach oben ran und dann erst rein, sodass wir den Kohlebahnhof überhaupt noch anbinden können. Des Weiteren müssen wir gucken, dass wir hier diese Geschützturmreihe ein bisschen verschieben. Und ich glaube, das machen wir mit einem Roboterhangar. Dann können wir gleich den Wald hier roden. Ja, das ist eine gute Idee. Das werden wir so machen. Habe ich eigentlich noch irgendwo... Warte mal, ist irgendwo noch ein Roboterhangar, den wir gerade nicht brauchen? Hier. Da machen wir sowieso ja erst später weiter. Wir müssen bald die Kupferproduktion wieder erhöhen. Ja. Und, wow, Gott. Moment mal. Ja, die fangen jetzt richtig an zu produzieren hier, die Kollegen. Wir sehen das schon. Oh, Produktion 2,8, Verbrauch 3,3. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Vielleicht sollten wir den Roboterhangar da stehen lassen und die Kupferproduktion erhöhen. Ich meine, es würde jetzt nichts bringen, wenn wir hier sagen, wir bauen die Teiler hier rüber. Weil es kommt ja nicht mal genug nach. Diese Schaltkreise bringen mich doch irgendwann um. Aber okay. Müssen wir durch. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Das müssen wir zuerst machen, bevor wir uns um die Kohle kümmern. Weil sonst hat das keinen Wert, glaube ich. Wie viel haben wir da unten jetzt noch drinne? Ja, das reicht noch dicke. Erstmal. Ja, okay. Dann machen wir das. Wir müssen das Ding hier aber auf jeden Fall ein bisschen verlegen. Denn da muss im Prinzip die nächste Erzförderung... Oh. Achso, ging ja. Erzförderung hin. So, die Geschichten sammeln wir ein. Ja, sollte reichen. Und dann... Genau, das können wir wieder in das Blueprint-Buch schmeißen. Hatte ich nicht irgendwo meinen Abstandshalter? Ne, den hatte ich gelöscht, ne? Kann das sein?
Ja, weil wir im Prinzip nur die Ecke brauchen.